Irgendwie müssen wir ja für unseren Kumpel Jack hier ein paar Pünktchen machen. Tatsächlich das erste Mal heute, dass wir einen goldenen Kürbis hatten. Wir hatten zwar schon mal eine goldene Paprika, als wir die für die Scar-Quest geerntet haben, aber das waren die einzigen Male, wo wir eigentlich noch mehr ernten. Das ist fast Level 10, wo wir eine Goldpflanze bekommen haben. Ja. Zier dich doch nicht so, die Kürbisse zu ernten, mein Freund. Dann 80 Kürbisse, also Kürbissamen. Hallöchen. Und Kürbisse verkaufen, zack, zack, zack. 132.000, damit sind wir bei knapp 1,4 Millionen. Und ich schätze mal, bis wir das Feld hier fertig haben, also inklusive Gießen, wird Jack Level 10 sein. Ich leg mich fest. Jawoll! Ich sag doch, er wird Level 10 erreichen. Juhu! Sehr geil. So. Das war jetzt wieder sehr merkwürdig. Wir müssen natürlich das Feld aber trotzdem nochmal fertig machen. Da müssen wir Jack auf jeden Fall gleich auch nochmal ein Buch herstellen. Dass wir ihm nochmal einen neuen Skill geben. Ich wollte ihn ja auf Sammeln setzen, weil das, finde ich, passt für ihn besser. Na komm schon! Jetzt hau rein! Also, ne? Abends, wo wir geerntet haben, ging es immer ein bisschen besser. Was ich abends persönlich nur nicht so gerne mag, hier ist einfach die Tatsache, dass es halt dunkler ist im Spiel.
Ich mag das, wenn es so schön hell ist. So, einmal die Reihe. So, das haben wir. Alles klar. Wir nehmen auch gleich die Quest von ihm an. So. Habe ich noch was, was ich wegpacken muss? Ja, hier so ein kleines bisschen. Hier ein Erde, ein bisschen Holz und dann hier die Nachtscherben. Also, ein Buch, Zauberheim, Verzauberung, bla bla bla, Gartenarbeit könnten wir nicht machen, weil wir dafür Tomaten brauchen. Sammeln. 20 Blaubeeren, 10 Basilikum, 30 Bananen. Nicht schlecht. So, Jack, dann lass mal, gib mal hier Kappes. Aha! Es ist soweit, endlich ist es soweit. Mhm. Bist du bereit für den ersten jährlichen Dreamlighter, Kidma? Ja, los geht's. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Überraschungen für den Dreamlight-Tag endlich fertig sind. Ja, was das angeht, welche letzten kleinen Änderungen hast du denn an ihnen vorgenommen? Nach einigen vorsichtigen Experimenten konnte ich den kleinen Nachtdorn etwas Magie entlocken. Ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst dich nicht so mit dunkler Magie anlegen. Oh, keine Sorge, Kidma. Dank deiner Bemühungen mit Merlins Trank ist mein Nachtdorn nicht mehr böse. Vielleicht ein bisschen boshaft, aber bestimmt nicht böse. Ich behalte dich im Auge. Ja. Kannst du das? Ich wusste nicht, dass man seine Augäpfel entfernen kann. Nun denn, es gibt viel wichtigere Dinge zu besprechen als meine Topfpflanze. Mhm. Der Dreamlight-Tag steht vor der Tür. Kann ich dir die Dekoration anvertrauen, während ich die Überraschung liefere? Klar, solange du nicht den bösen Weihnachtsmann spielst. Ich versichere dir, dass es ganz anders sein wird als dieses unglückliche Unterfangen. Die Einzelheiten der Dekoration überlasse ich dir, aber ich würde vorschlagen, dass du das folgende Thema verwendest. Orangene und schwarze Dekoration sowie Einrichtungen mit einem Schwerpunkt auf Dinge, die man als skurril bezeichnen könnte. Wir brauchen auch Beleuchtung. Wenn du ein Foto vom Eröffnungsband machst, haben wir ein Andenken an das Fest. Okay. Klar, bis später, Jack. Okay, kurz ausblenden. Hallo, Jack. Ich habe was für dich. Ein Handbuch zum Sammeln. Juhu. Alles klar. Was wir natürlich auch dann nicht mehr brauchen, ist, dass er hinter uns herrennt. Sehr gut. So, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Freiraum. Haben wir hier eigentlich unser Nilpferd drin? Nee, ne? Bisher nicht. Pass auf, dann machen wir mal hier Schatten-Eichhörnchen raus und Nilpferd rein. Dekoriere das vergessene Land, die sonnige Ebene oder die friedliche Wiese. Nein, wir nehmen natürlich das vergessene Land, das ist natürlich am besten dafür. Ja, okay, kann ich ja eigentlich auch theoretisch von hier. Okay, warte, lass mich nochmal ganz kurz gucken. Wir brauchen das Banner, ist klar. 3 skurrile Möbel, 4 Beleuchtungen und 5-mal orangene und schwarze Möbel.
5543. Wir fangen mit dem Banner an. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier oben hin. So. Dann Orange. Ein Geländeroller. Gemütliches Sofa. Bezaubertes Bett. Das sieht sehr komisch aus alles. Hier eine kleine Topfpflanze. Und das Ding. Das ist okay hier. Direkt neben dem Stroh am besten. So, dann vom Typ Schwarz. Da haben wir ein bisschen mehr. Vielleicht hier so einen kleinen Tisch davor. Auf diesen Tisch setzen wir noch das... Ach, das passt ja gar nicht drauf. Dann machen wir den hier hin. Dann packen wir die Kruglampe drauf. 3. Hier nochmal so ein kleines Ding vor. Und ein paar gespenstische Elixiere. So. Dann Beleuchtung. Das war, brauchen wir 4-mal. Wir können ja übergangsweise mal hier so die Straßenlaternen hinpacken. Noch einmal in Lila. Das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus. Ich glaube, eine Lampe hatte ich ja auch schon. Und 3 skurrile Sachen. Zum Beispiel hier ein paar Bücher. Einen kleinen Tisch. Und auf diesen kleinen Tisch stellen wir auch nochmal eine Schreibtischlampe. Dann sollten wir alles haben, ne? Okay, es fehlt noch einmal schwarze Möbel und einmal eine Beleuchtung. Okay. Einmal schwarze Möbel. Bohrbogen von Halloween Town. Oh, eigentlich müsste ich den hier... Den muss ich unbedingt bei ihm reinpacken hier. Warte. So. Das ist wichtig. Das muss da einfach hin. Ein sehr großer Schatz. Das ist ein bisschen sehr viel. Hier so ein Verstärker. Und eine Lampe. Hier so ein paar Fackeln. Das ist auch, glaube ich, okay. Zack. Jetzt müsste es passen. Mache ein Foto vom Banner des Dreamlight-Tags. Da muss ich den ja alles wieder abbauen. Das sieht einfach aus wie so eine Müllhalde, finde ich. Nein, das war nicht okay. So. Habe ich gemacht. Sprich mit Jack Skellington. Wo ist denn der? Noch essen wahrscheinlich, ne? Ah, die da am Strand. Das kann aber auch nicht alles gewesen sein, oder? Nee, wir haben ja auch die ganzen Überraschungen noch gar nicht gesehen, was der sich so vorgenommen hat. Hey, du da!
Wir müssen sofort miteinander reden. Das ist okay, aber geht doch mal bitte aus dem Tomatenbeet hier dabei raus. Die Dekoration des Saals ist fertig. Ausgezeichnet, aber sag mir, Kid Mom, freuen sich alle über ihre Geschenke zum Dreamlight-Tag? Ich bin mir nicht sicher. Seit dem Beginn des Dreamlight-Tags habe ich mit niemandem mehr geredet. Ich hoffe, sie wissen die Arbeit zu schätzen, die du investiert hast. Außerdem habe ich noch eine besondere Kleinigkeit für zusätzlichen Spaß untergemischt. Das ist verdächtig. Ich habe es dir versprochen, dass alles gut werden wird, Kid Mom. Und doch bin ich mir immer noch nicht sicher. Überzeuge dich doch einfach selbst. Okay, ich schaue mal, wie es allen geht. Gehabt euch wohl. Okay, warte auf den Sonnen... Ach nee, das war hier. Triff Vanellope in ihrem Haus. Das ist ein toller Tag. Ich warte mit dem Abbauen nochmal, bis die Quest erledigt ist. Nehmen gerade nochmal hier ein bisschen Oregano mit. Zack, hier hinten. Und ein bisschen Knobi ist auch okay. Vanellope? Schnell, komm her! Sonst kommen wir zu spät! Vanellope, wie geht es dir dort? Ja. Ja! Wow, alles in Ordnung? Nein, sieh dir an, was dieses wahnsinnig große Friedhof mit meinem Haus gemacht hat. Er hat sie mit Schädel gefüllt? Ja, er kam mit einer hübschen kleinen Schachtel und sagte, er sei ein Geschenk zum Dreamlight-Tag. Ich öffne sie und all die Totenköpfe kamen heraus. Ich dachte, sie wären vielleicht ein cooles Power-Up oder eine neue Art von Währung, aber nein. Ja, das heißt, dass es gerade ein Bug ist, dass sie nicht da ist? Sie bringen nur alles durcheinander und sie sind mir immer im Weg. Und er stellt sich heraus, dass sie nicht verschieben kann. Warum hielt Jake Skeleton das für eine gute Idee? Hey, er ist ein Skelett, richtig? Nur, dass er eigentlich kein Gehirn hat? Manchmal frage ich mich das auch. Weißt du, was noch schlimmer ist? Ich kann sie nicht zertrümmern. Ich habe Ralfs charakteristischen Schlag ausprobiert, aber jetzt ist meine Hand nur noch klebrig. Mach dir keine Sorgen, meine Lupe, ich helfe dir. Mir fällt schon was ein. Bis bald! Finde heraus, wie du den süßen Schädel in meine Lupes Haus entfernen kannst. Geh doch mal kurz raus. Okay, vielleicht muss ich das mit einem meiner Werkzeuge machen. Okay, Vanellope ist immer noch verschwunden. Okay, nee, ich muss mit niemandem reden, sonst wird das da stehen. Ah, Wasser. Weil Remy sagte ja, wenn süße Sachen mit Wasser in Berührung kommen, lösen sie sich auf. Was ist das? Sprich mit Scar. Die Vanellope ist einfach unsichtbar. Wo ist denn Scar? Ah, jetzt ist sie wieder sichtbar. Was für ein Zufall. Da genau dich wollte ich sprechen. Da bist du ja endlich, Kid Mom. Geht es dir gut? Ich habe gehört, dass Jacks Geschenke zum Dreamlight-Tag ein bisschen seltsam geworden sind. Seltsam, wie du es beschreiben würdest. Ich hingegen würde sagen, es ist eine Beleidigung der Würde und äußerst unangebracht ist, um nur einige Beispiele zu nennen. Was ist mit deinem Geschenk passiert? Nichts Gutes. Es reicht, wenn ich sage, dass ich eine Wiedergutmachung brauche. Kümmere dich darum, Kid Ma, bevor ich gezwungen bin, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Okay, okay, ich schau mir alles an. Wenn du fertig bist, schlage ich vor, dass du dich schnell aus meinem Haus verziehst. Ich bin nicht in der Stimmung für Gäste. Du hast es geschafft. Für ihn haben wir ja dieses komische Gemüse gezüchtet. Er hat Gemüse gebaut. Oh, wir kriegen Gemüse raus. Cool. Aus den Zuckersachen haben wir aber nichts bekommen. Okay, haben wir alles?
Sprich mit Olaf. So. Olaf. Dann schauen wir einmal, was bei ihm so Schönes passiert ist. Er hat die Bücher bekommen. Oh, hallo. Olaf, ich habe gehört, dass du in Schwierigkeiten steckst. Geht es dir gut? Oh, ich bin froh, dass du hier bist, Kidma. Es war furchtbar. Alles wird gut. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Was hat Jacks Geschenk zum Dümmertag bewirkt? Nun, es gab ein Buch. Sprich weiter. Ich öffnete es und es war voll von Fakten. Erzähl weiter. Aber es waren nicht nur ein paar belanglose Fakten. Oh. Das Buch, es ist voll mit allen möglichen wissenswerten Dingen. Hm. Ich habe nur eine Seite gelesen und konnte spüren, wie das Wissen in meinen Kopf strömte. Oh. Und ich wusste, wenn ich das ganze Buch lesen würde, wüsste ich alles, was es zu wissen gibt. Ich würde also nie wieder die Freude haben, eine neue Tatsache zu lernen. Okay, jetzt verstehe ich, warum du so verärgert warst. Hast du eine Idee, wie du mit dem Wissensbuch umgehen kannst? Oh. Nun, auf der ersten Seite gab es eine interessante Information, die dir helfen könnte. Hm. Wusstest du, dass manche Kulturen glauben, meine Kamera könnte den Geist einer Person einfangen? Das ist wirklich so. Wenn ich also Bilder von dem Wissensbuch mache, kann ich Jacks Magie vielleicht einsperren? Oh. Vielleicht, das ist ein Versuch wert. Toll, ich bin dabei. Oh, aber es ist nicht nur ein Buch, Kidma. Irgendwie hat das eine Buch mehr Bücher erschaffen. Tja, das war's dann wohl. Hä? Ein Buch hat mehr Bücher erschaffen? Okay. Ah. Hier, da liegt eins. Wie viele Bücher gibt es denn überhaupt? Finde und entferne die verfluchten Bücher mit Kamera. In der Nähe der Brücke, in der eisigen Höhe, in der Nähe des Steigs am schillernden Strand. Olaf hat Angst davor, schlau zu werden. Nicht unbedingt schlau zu werden. Er hat Angst davor, alles zu wissen, weil er dann nicht mehr die Freude hat, etwas Neues lernen zu können. So, und hier soll auch eins sein. Irgendwo. Warte mal, was stand da? In der Nähe des Stegs am schillernden Strand. Achso, ja klar, des Stegs. Natürlich. Ich habe an die Brücke gedacht. Meine Nachbarn sind gut. Ja, Musterburgers. So, dann sprich mit Mini wahrscheinlich, ne? Was hat Jack mit Minnie gemacht? Schau in ihrem Haus nach, um es herauszufinden. Oh mein Gott. Das könnte gefährlich werden. Oh nein, ein Loch. Es ist schon gefährlich. Mini, geht es dir gut? Hat Jack dir ein furchtbares Geschenk gemacht? Nein, Jack hatte das wunderbarste Geschenk für mich. Hatte er? Ja, ich kam zurück in mein Haus und fand einen mysteriösen Brief mit der Aufschrift Fröhlicher Dreamlight-Tag und dann wurde alles dunkel. Als ich mich umdrehte und den Lichtschalter zu finden, steckte ich meine Hände in etwas, das kalt und glitschig gewesen ist. Nein! Ja, ich schaute weiter, aber das Nächste, was ich wusste, war, dass meine Hände voll von etwas waren, das sich wie Augäpfel anfühlte. Wunderschön! Das klingt schrecklich. Das war's! Ich habe es absolut geliebt! Als das Licht wieder anging, stand ein Teller mit kalten Spaghetti und eine Schale mit geschälten Weintrauben vor mir. Oh, Jack hat es dir also ein klassisches Spukerlebnis geschenkt? Das hat er. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich frage mich allerdings, Jack verbringt so viel Zeit damit, sich zu überlegen, wie er andere Leute erschrecken kann. Aber wann hat sich schon mal jemand die Zeit genommen, ihm Angst zu machen? Das ist eine gute Frage, Minnie. Wie wäre es, wenn wir die Initiative ergreifen und loslegen? Na, das habe ich auch gedacht und ich habe eine Idee. Wirklich? Was könnte jemanden wie den Kürbiskönig höchstpersönlich erschrecken? Minnie hat übrigens sehr komische Vorstellungen.
Diese Mäuse sind gruselig, absolut. Nun, er hat erwähnt, dass er früher einen Erzfeind hatte. Wie wäre es, wenn wir die Idee von Oogie Boogie verwenden? Ich hab den Kampf mit Oogie Boogie bei Kingdom Hearts geliebt. Ja, vielleicht können wir ihn überzeugen, dass Oogie Boogie auch ins Tal gekommen ist. Das könnte Jack Angst machen. Lass es uns versuchen. Ich habe schon einige Oogie Boogie Fanclub-Schilder und ein Oogie Boogie-Shirt gemacht. Vielleicht kannst du sie benutzen, um Jack auszutricksen. Ich habe sogar ein Oogie Boogie-Kostüm. Wenn du Jimmy um ein Schild anbringst, wird Jack sie bestimmt sehen. Danke, Minnie. Ja, geschehen. Oh, und wenn du ihm wirklich einen Schrecken einjagen willst, dann benutze einen Hauch von Magie mit diesem Motiv von Oogie Boogie. Huch. So, hier Motivbeutel öffnen. Oogie Boogie Motive. Ja. Okay. Aufgabe. Willkommen im Oogie Fanclub. Platziere in jedem Biom von Dreamlight Valley Schilder von Oogie Boogie. Ziehe T-Shirt von Oogie Boogie an. Ich lasse das einfach mal da drunter. So, okay. Und in jedem Biom sollen wir ein Oogie Boogie Schild platzieren. Also eins hier. Die kommen später ja wieder weg, ne? Also nur um das klarzustellen. Zack. Dann machen wir hier eins an den Weg hin. Eins hier oben. Eins am schillernden Strand. So, dann eins auf der sonnigen Ebene. Und eins hier oben. Sprich mit Jack Skellington. Das ist ja wunderbar gruselig, was wir hier machen. Es wird Zeit für Geschick, Intelligenz, Bosheit. Ich habe einige sehr beunruhigende Zeichen im Tal gesehen, Kidma. Ja. Warte, was trägst du da? Oh, dieses alte Shirt? Mhm. Ja, warum sehe ich überall Zeichen meines alten Erzfeindes? Weißt du, ich bin der Präsident des Oogie Boogie Fanclubs. Was? Er ist gestern im Tal angekommen und alle lieben ihn. Er will sich mit dir treffen. Das überrascht mich nicht. Soll ich ihn holen gehen? Nein, nein, nein. Das ist ernst. Ich muss einen Plan haben. Ach komm schon. Ich habe gehört, dass er vorhat, zum Premierminister von Halloween Town gewählt zu werden. Wahrscheinlich kommt wirklich Oogie Boogie irgendwann noch nach Disneyland Valley. Was? Aber ich bin der Kürbiskönig. Hat eigentlich jemand für dich gestimmt? Aha. Feiertage sind keine Demokratie, Kidma. Ich bin buchstäblich die Essenz von Halloween. Wenn Oogie Boogie die Macht übernimmt, könnte das den Feiertag dauerhaft schaden. Jack, du musst dich entspannen. Ich mache nur Spaß. Oogie Boogie ist nicht im Tal. Das war nur ein Scherz. War es? Ja, es war die Idee von Minnie. Sie wollte dir einen Schrecken einjagen. Oh, wie nett von ihr. Was für eine nette Art, mich im Tal willkommen zu heißen. Heißt das, dass der Dreamlight-Tag ein Erfolg war? Alle haben ihre Überraschung geliebt. Naja, nicht ganz. Nicht einmal Minnie? Nun, Minnie liebte ihre. Alle anderen waren nicht so erfreut. Du hast den Leuten einen gehörigen Schrecken angejagt. Fühlst du dich nicht ein bisschen schlecht? Weil ich sie erschreckt habe? Natürlich nicht. Ich bin der Kürbiskönig, Kidma. Gruselige Schauer zu verbreiten ist mein Job. Nun, ich passe auf jeden Bewohner des Tals auf. Vielleicht sollten wir uns darauf beschränken, die Leute zu erschrecken, die wirklich erschreckt werden wollen, okay? Ich nehme an, du hast recht. Ich wollte, dass die Dorfbewohner meine schreckliche Überraschung genießen, aber es scheint, dass Angst nicht jedermanns Sache ist. Da es aber einigen gefällt, habe ich schon Ideen für den Dreamlight-Tag im nächsten Jahr. Lass uns das erst einmal auf Eis legen.
Na gut. Oh, dann solltest du das hier, dann solltest du das hier nehmen. Ich nehme an, dass ich diesen Teil meiner Forschung nicht mehr brauche. Und nimm auch das hier. Eine besondere Überraschung, nur für dich. Eine Tafel. Und das Kostüm für Jack Skellington. Danke, Jack. Du kannst bei Halloween bleiben. Dann erwarten die Leute wenigstens etwas Gruseliges von dir. Ja, ja, damit kann ich arbeiten. Pass auf, Kidman. Nächstes Halloween wirst du einen Schrecken erleben, den du so schnell nicht vergessen wirst. Verzeihung. Auf mich warten Weihnachtsexperimente. Und damit haben wir die letzte Quest von ihm abgeschlossen. Wir haben aber auch sein neues Kostüm bekommen, was wir ihm natürlich auch ausrüsten. Ja. Jacks Weihnachtsanzug. Wir haben Weihnacht, Jack. Juhu. So, dann lass uns mal ganz kurz eben hier wieder aufräumen. So, eins hier. Dann hatten wir zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Hilfe. 7, 8 und das hier hinten kann auch weg. So. Ja, dann haben wir theoretisch noch die Sachen hier, tiefgrüne Edelsteine abbauen und so weiter, aber liebe Freunde, ich würde dann für heute ganz gerne Siesta machen. Wir haben soweit Jack abgeschlossen. Wallys Traumbündel können wir ohnehin nicht weitermachen. Ich guck mal, dass ich nochmal eben hier Paprika und so ein Gedöns verkaufe, weil das brauchen wir nicht. 2000 Gold kriegen wir nochmal. Hier ist noch ein Knoblauch, den nehmen wir mit. Und bei uns wächst auch noch einer. So. Sehr schön. Dann packen wir das hier drauf. Das packen wir hier rein. Und das hier rein. Okay, so, liebe Freunde, das war's für die heutige Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kann sein, dass wir jetzt nochmal bei Disney Dreamlight Valley für YouTube gesprochen einen kleinen Cut machen. Kann sein, muss nicht sein, wir schauen einfach mal. Es geht das nächste Mal dann weiter auf jeden Fall mit A Rift in Time. Nur der Vollständigkeit halber, es kann sein, dass wir im Stream weiterspielen, aber auf YouTube die Folgen nicht hochladen, weil dieses hier weitermachen, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was so unbedingt für YouTube interessant ist. Wir gucken uns aber noch einmal an, was wir hier Schönes noch bekommen können. Wir haben hier noch das Outfit von Ariel, was wir freischalten können. Hier noch so ein bisschen Zeugs. Und ja, am Ende des Tages gibt es hier noch mal ein paar Mondpünktchen. Ne? Also das können wir theoretisch noch freischalten. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich würde mal erst mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie wann auch immer die sein wird. Und ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Bis denn. Und ciao, ciao.